So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Und da ist jetzt gerade hier weggelatscht, also gehen wir mal in die Schmiede. So, wir haben, genau, Seelenrufer, Kammerhirten, Schwertklinge und Schwertgriff, Seelenrufer. Zack, und da haben wir den Seelenrufer, haben wir einen Questerfolg wieder und haben diesen Seelenrufer. Was bringt denn der eigentlich? Das ist der Sturmwind, weiß ich gar nicht. Ach hier, 45-60, naja, lohnt sich ja überhaupt nicht, gell. So, okay. Mal sehen, wie das Ding aussieht. Warte mal, gehen wir hier runter. Ne, sonst nehmen sie wieder rum. So, rechte Hand. Und zwar, wo ist er? Ach hier, Seelenrufer. So, Stichwaffen, Todesstoff hat Stift 19, da hat Stichwaffen 15, na, das lohnt sich natürlich wirklich. Okay. So, okay. Wie sieht er aus, der Kollege? Ach, zeig ich doch mal hier. Oh, das sieht schön aus. Hm, okay. Ja. Okay. Da können wir gar viele Seelen rufen. So, da werden wir dem auch gleich mal den ganzen Ramsch hier verkaufen, den wir noch haben. Ach so, müssen wir die quatschen hier. Okay. Schöne Kanonen hast du da. Finger weg! Die bleiben schön hier. Keine Lieferung, bis das Handelsverbot wieder aufgehoben wurde. Ach, können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Nix da, da kann ja jeder kommen. Die Anweisungen des Admirals sind eindeutig. Du bist doch dieser neue Captain, oder? Na, der hat auch schon einige schlimme Zeiten hinter sich. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Mein Junge, du bist hier in Antigua. Das bestgehütetste Geheimnis der südlichen Inseln. Wenn wir diese Stadt auch weiterhin vor der Inquisition verbergen wollen, müssen wir gut über alles und jeden Bescheid wissen. Ganz besonders, wenn es sich um Fremde handelt. Die meisten hier glauben, dass du nicht lange durchhältst. Warum? Weil sie meinen, ich sei noch zu jung für ein Kommando? Nein, weil du zu neugierig bist. Du steckst deine Nase in zu viele Angelegenheiten. Sowas ist noch niemandem gut bekommen, glaub mir. Mhm. So. Was muss ich tun, damit du mir trotzdem etwas verkaufst? Ich will dir nichts verkaufen. Aber wenn du fragst, was du tun kannst, sorge dafür, dass Kapitän Slane und Admiral Alvarez endlich ihre Streitigkeiten beenden. Sie sollten sich lieber überlegen, was als nächstes zu tun ist, anstatt sich zu bekämpfen. Na schön, du hast gewonnen. Also, wie viel? Das ist keine Frage des Goldes, mein Junge. Es ist eine Frage der Ehre. Mann, ich will mit ihm handeln eigentlich. Na gut. Du würdest aus Ehrgefühl kein Gold nehmen? Unsinn. Das habe ich nicht gesagt. Ich will nur keinen Ärger mit dem Admiral wegen ein paar lumpiger Münzen. Da musst du dir schon etwas Besseres einfallen lassen. Der Admiral ist ein harter Hund, was? Er war der beste Piratenkapitän, den ich je kennengelernt habe. Er war? Heute nennt ihn jeder Admiral. Er ist nun der Chef dieser Stadt. Wer kann das schon von sich behaupten? Du wirst gut beraten, wenn du ihn mit Respekt behandelst, mein Junge. Tja, wenn wir den treffen, wollen wir ihn erstmal beklauen, ja. So sieht's aus. Wie gut kennst du ihn? Gut genug, um zu wissen, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt. Er ist zwar in die Jahre gekommen, trotzdem würde ich ihn nicht unterschätzen. Aber lassen wir das Gerede. Ich werde mich wegen dir jedenfalls nicht mit dem Admiral anlegen. Wir werden schon einen Weg finden. Hm. Wie auch immer. Ich habe jetzt zu tun. So, also ein Handel ist mit dem nicht. Na gut, da verkauft eben die Schwerter der Schnecke da drin. So, das geht mir jetzt im Sack. Ich brauche ein bisschen Kohle. So, zeig mir deinen Kram. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an.
Mann, die klingt total bekifft, die Alte. So, was haben wir jetzt hier? Was hatten wir jetzt hier? Todesstoß. Das kriegen wir 450, ne? Gut. Festschwert. Altes Schwert. So, was haben wir noch? Naja, das heben wir das hier nochmal auf. Abgelaufene Stufe. Haben wir in der Zwischenzeit wieder was erobert hier? Nee. Doch. Goldleuchter haben wir noch erobert. Okay. So, wo sind wir jetzt noch wieder? 3500. Wunderbar. So, gucken wir mal in die Kneipe rein. Schlabert uns da garantiert der Kunde hier in der Türsteher voll. Sack. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Oh. Diebeskunst 60. Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Ach ja, da ist das so schön gesprächig. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Ei. Wann nerven sie denn? Wenn sie blöde Fragen stellen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn einer zum Beispiel fragt. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, oder hier wird's ungemütlich. Du kannst auch ungemütlich werden? Junge, ich bin echt geduldig, aber wenn du noch eine blöde Frage stellst, hau ich dir aufs Maul. Hau ich dir aufs Maul. Ja. Eigentlich wollte ich bloß ein paar Piratengeschichten hören. Wenn du Geschichten willst, geh zu Mac. Der ist am Weststrand und quatscht dir einen Knopf ans Ohr. Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Mal sehen, was er kann. Kotzt mich an hier. Dafür bin ich nicht gut genug. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. So, was können wir anbieten? Schnittverletzung wegstecken, Härte 2, Härte 5. Ja. Brauchen wir das? Nee, jetzt nicht. So. Der Kistenschlepper. Hier ist eine Bitch. Scarlet. Scarlet. Hallo, schöner Mann. Kann ich etwas für dich tun? Boah. Vielleicht. Lass hören. Also echt mal, wenn die nachts auf der Straße langläuft, da fliegen die Fledermäuse vom Rücken weiter, um das Elend unten nicht sehen zu müssen. So, erstmal beklauen wir sie. Die kann man nicht beklauen, das ist eine Scheiße, Mann. Wo kann ich Vorräte kaufen? Wo kann ich in Antigua Vorräte kaufen? Eigentlich hat Admiral Alvarez befohlen, den Handel einzustellen. Eigentlich? Nun, jemand wie du findet bestimmt einen Weg, trotzdem an die Sachen heranzukommen. Auf Antigua bekommt man fast alles, was das Herz begehrt. Kommt darauf an, was du haben willst. Mensch, ich muss auf meinen Schluck trinken. Gusche ist trocken. Was machst du den ganzen Tag? Ich halte die Jungs bei Laune, die vom Rum allein nicht glücklich werden. Und ich habe eine Menge Spaß dabei. Tatsächlich? Boah. Ja, schließlich kann ich auch mal mit den Jungs tanzen, saufen und feiern. Oh Gott. Wo gibt's hier was zu holen? Wo gibt's hier was zu holen? Diese Information bekommst du nicht umsonst. 50 Gold. Und ich sag dir, was ich weiß. So. Ach, dann auch bei Diebeskunst 60. Okay. Die quatschen wir später nochmal an. Mann, da kriegst du ja auch einen Krebs, wenn du da hinguckst bei der Alten. Ei! So, beklauen wir erstmal alles, was... Einer geht noch. Der kackte Anfänger. Das kann jeder sehen.
Bekackter Anfänger, das kann jeder sehen. Das war ein guter Spruch. Das war wirklich ein guter Spruch. Stell mal dein, groß ist die Macht, stell mal dein Bier hin, Harvey. Harvey heißt er, genau, Harvey. Im Bett. Die gucken es alle. Schön. So. Irgendwann verrecken wir an Skorbut. Im Becher ersaufen mehr Leute. Was? Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Schön. Schöner Spruch. Was soll das Wer denn Wer solche werden? Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Irgendwann verrecken wir an Skorbut. Hast du noch irgendwas, was ich da klauen kann? Ich bin Freibeuter und will frei Bier. Nö. Nee. Was auch nicht viel. Verlasse dich Leib auf und jemanden und du bist verlassen. Nö, nee, gibt nichts weiter zu klauen. Nachts sind alle Katzen grau. Pirat. Und das sieht aus wie unser Smoothie. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Nee, unser Smoothie sieht besser aus. So. Einer Spencer. Geht. Spencer hier ist der Chef. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Hör damit. So. Ach so. Na, Grog. Nee, Rum ist teurer. Oder so ein Dings da, Bums da. Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Na gut, sei es Blödes. Nimm mal Rum, der ist teurer. Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Ein Grog, bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Ein Bier halten, das ist Proviant. Na, danke. So, aber nee, Moment mal, ich glaube, das Bier können wir sogar irgendwie loswerden. So, kann man beklauen? Nee, beklauen kann man leider nicht. Ah, guck mal, der Druide Eldrick. So, bla bla bla. Was weißt du über Nesir, genau? Ich suche Nesir. Weißt du, wo er ist? Nesir? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der arme Kerl war dünn wie ein Gerippe. Hat den letzten Winter nicht überlebt. Oh, na toll. Naja, du kannst immer noch sein Grab besuchen. Er liegt hier auf dem Friedhof am Haus der Kapitäne. Hier, ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. So. Jetzt könnten wir noch fragen, was hier los ist. Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Siehst du das nicht? Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? So, Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich? Ja, es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handle normalerweise mit Bus auf Takarigua. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment! Du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was. Wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Das ist doch ein Angebot, hä? So. Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie auch. Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ach, vergiss es.
Tja, da hat scheinbar auch ein kleiner noch Waffel. Du bist ein kleiner Witzbold, hä? Huh? Du magst Witze. Willst du einen hören? Na gut. Na gut. Also, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Mhm. Gut, wa? Ein Idiot. Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Boos, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. Super. So. Handeln wir später. Brauchen wir ich suche Eldrick. Einen Druiden namens Eldrick. Was denn? Du suchst diesen alten Knacker? Du kennst ihn? Kennen? Ich? Solche Idioten will ich nicht kennen. Aber er war hier. Faselte was von geflügelten Unholden, Tempeln und so'n Unsinn. Wir haben ihn alle nur verdutzt angesehen. Da ist er wieder zur Tür raus. Er ist einfach wieder verschwunden? Leute wie der bleiben nicht lange in der Stadt. Möchte wetten, dass er irgendwo im Inland herumgeistert. Frag doch mal die Jungs da draußen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Okay. Okay, das reicht mir schon. Keine Ursache. Die Hauptsache ist, du schleppst mir den Kerl nicht wieder in meine Taverne. So, mal gucken, wo wir handeln. Zeig mir, was du anzubieten hast. Naja. Das lohnt sich ja überhaupt nicht bei dem. So. Kann man uns Kannst was du mir beibringen? Was beibringen? Natürlich. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir was zeigen soll. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Ja, so, Ramsch. Können wir viel Geld haben und überall bis wir hoch sind. Ja, groß ist die Macht des Meeres. Ach, der Morgen. Unser... Ach nee, ein Ding ist irgendwie von jemandem... Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. So. Jetzt haben wir was Irgendwann über... Irgendwann verrecken wir ans Korbut. Eldrick erfahren. Klauen können wir nicht. Irgendwann verrecken wir ans Korbut. So, was wäre das Nächste? Wir gehen auf den Friedhof. Der... So wie es reingeht, so geht es auch raus. Da war ja hinten gleich. Und da wir eh schon einen Haufen Gräber geplündert haben, plündern wir das hier seins auch. Ach, guck mal, die Grabwurzel ist begonnen. Und ein totes Äffchen. Herrlich, Bändische. So. Und eine Schädelblüte. So, halt. Hier sehe ich auch noch was. Was ist das? Ach nee, das ist nichts. Okay, na gut. Was steht hier? O'Connell. Messier. Murray. Gibson. Und De Valli. De Geier Valli. So. Naja, schauen wir mal, was er verbuddelt hat, der Kollege, was sie mit ihm verbuddelt haben. Die haben die Tagebuchseite mit ihm verbuddelt. Da freut sich unsere Patty. Ganz schön schwer. So, na komm mal auf das Kistler. Alte Truhe. Ach, dann ist nicht mal ein Kerl, haben sie nicht mit, weil einfach auch die Knochen haben sie reingehauen. Ja. Alles nehmen. Wenn hier mal ein Hinweis drin war, ist er schon lange nicht mehr da. Verflixt. Ich sollte mal mit Patty darüber reden. Ja, das glaube ich auch. Das ist nämlich jetzt anders gelaufen, als ich eigentlich gedacht habe. Ich dachte, wir finden hier eine Tagebuchseite drin. So. Gibt es hier noch irgendwas? Gucken wir uns erstmal in Ruhe ein bisschen um. Ne, hier ist gar nichts. So. Moment, was willst du hier? Ich will an dir vorbei, du Vollidiot. Geh zur Seite. Ich bin Kapitän des großen Schiffes im Hafen. Admiral Alvarez und Captain Slane sind gerade beschäftigt. Na, dann gehe ich mal rein und schaue, ob ich ihnen weiterhelfen kann, was? Na gut. So,
Gut, dann nervt er ein wenig nicht mehr. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich wollte mich doch bloß hier umgucken. Ach, hier haben wir noch eine Pflanze. Schwarzer Oleander. Mhm. Okay. Mit der Fitch will ich mich noch nicht unterhalten. Kleine Schlampe hier. So, sprechen wir mal mit der Patty. Patty, Schatz, wo bist du? Ach, die ist ja weit hinten. Na, halt die Esse. Ach, wir können doch mal mit dem Dings reden, ne? Mit dem Rigi. Eines Tages werde ich auch ein Captain sein. Oh, mehr aber nicht zu sagen. Ja. Der letzte Scheiß. So. Aber ich glaube, die letzte Tagebuchseite oder die wichtigste Tagebuchseite oder eine der wichtigsten Tage hat der Harlock. So. Mal sehen, was die Kleine hier sagt. Ach, ich bin im Reich der Toten gewesen. Da hat man noch gar nicht mit Ich bin gesprochen. Tatsächlich im Reich der Toten gewesen. Siehst du, die alten Legenden sprechen viel Wahrheit. Aber dass du in einem Stück wieder herauskommst, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du zweifelst nicht an mir. Oh no, das tue ich auch nicht. Aber früher forderte die Reise ins Reich der Toten Opfergaben. Nichts Schlimmes. Ein Auge oder eine Jungfrau. Ist ja toll, dass du damit jetzt erst um die Ecke kommst. Es hätte dich nur unnötig beunruhigt. Herrlich. Nichts Schlimmes, nur ein Auge oder eine Jungfrau. Die Kräuterhexe Emma meinte, ich sei ein Weltenlenker. Menschen sind das, was sie tun. Niemals das, was sie sagen oder was man ihnen nachsagt. Aha. Und was mache ich jetzt damit? Emma will dich warnen. Du hast große Verantwortung. Wenn du versagst, versagen wir alle. Also... Also bau keinen Mist. Das wolltest du doch sagen, oder? Chi. Alles klar. Chi. Komm, zeig mal die Arschel her. Ah, süß. Und Betty, mein Schatz. Hallo, wie geht's dir? Langweilst du dich? Wollen wir runter in die Kajüte gehen erstmal? So. Okay, sag mal der das auch nochmal. Diese Emma aus dem Voodoo-Laden meinte, ich sei ein Weltenlenker. Ja und? Was heißt das jetzt? Ich wollte mal wissen, ob du das genauso siehst. Ach, so ist das. Du weißt doch, was du für mich bist. Ja? Was denn? Na, mein kleiner Held. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt weiter aufs Ziel zu, du Weltenlenker. So, na, erzähl mir erstmal hier. Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Als hätte der Befehl von irgendwem dich schon mal von irgendwas abgehalten. Naja, es wird schwierig, unsere Vorräte aufzufüllen, wenn die Leute hier nicht handeln dürfen. Du kriegst das schon hin. So, Schatz des Vorwurfs. Inesirs Grab war eine Kiste vergraben. Aber sie scheint schon geplündert zu sein. Das klingt nicht gut. Ohne den Hinweis können wir die Rätsel vielleicht nicht lösen. Wenn du den Schatz haben willst, haben wir keine andere Wahl. Dann halte bloß die Augen offen, wenn wir da sind. Was? Wir haben jetzt alle Tagebuchseiten, die wir finden können. Gut. Das muss ausreichen, um sein Rätsel zu lösen. Dann müssen wir jetzt nur noch Harlock finden. Los! Ich kann es kaum erwarten. Hi, Captain. Lass den Blödsinn. So, okay. Da wird dieses auch abgearbeitet. Was ich schnell noch mal gucken wollte, war... Geh mal rein hier. Ja, da müssen wir einiges an Leuten verklopfen. Denn wir brauchen 12.000. Was sind wir bei den Talenten? Bei den Talenten. 48 mit dem Ring, 58, ach, wir haben die Dings gefunden, 58 sind wir momentan, das ist zu wenig noch. Wir hatten doch auch was gefunden hier, so eine Grabpflanze hier. Und weggeschnurpst. Von den Dinger findet man haufenweise, von diesen, wie viel haben wir da jetzt schon gefunden? Von diesen Grabwurzeln.
Wo waren das? Hier. 6 Stück haben wir da schon gefunden. Okay? Und von den 2 haben wir gerade mal 3 gefunden. Das ist ja gemein. Na egal. Kann man machen nichts, müssen wir gucken zu. Plündern wir jetzt den Admiral seine Hütte. Der hat bestimmt was, was wir gebrauchen können. Wobei, ich kann ja alles gebrauchen, gell? So. Pirat, Pirat. Wer den Schaden hat, braucht für den... Ja, noch Fragen? Hast du nichts zu tun? Schluss damit! Es reicht, Slane! Wir hatten einen Deal! Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung gehalten. Jetzt bist du an der Reihe. Du sollst deinen Tribut bekommen. Im Moment kann ich dir aber leider nicht mehr anbieten als die Beute meiner letzten Kaperfahrt. Dein Gold ist nichts wert. Deal ist Deal. Da gibt es keine Grauzone. Wenn dir deine Ehre auch nur eine Goldmünze wert ist, dann begleiche endlich deine Schuld. Aus deinem Mund klingt Ehre wie eine Krankheit. Dieses Geschwür vergiftet deinen Verstand schon seit so vielen Jahren. Ich habe den Blutopferdolch nicht hier, auch wenn du noch so brüllst, Alvarez. Du lügst. Das sehe ich dir an. Vielleicht sollte ich dein Schiff mit meinen Männern auf den Kopf stellen. Dann werde ich das gute Stück sicher in einer deiner stinkenden Truhen finden. Sei vernünftig, alter Mann. Du willst keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Nun gut, du lässt mir keine Wahl. Kehre auf dein Schiff zurück und zähle weiter die Tage deiner Unaufrichtigkeit. Wenn deine Planken erstmal Moos angesetzt haben und deine faulen Wasserfässer zum Himmel stinken, wirst du es dir ja vielleicht doch noch anders überlegen. Alter Narr. Uns rennt die Zeit davon, erkennst du das denn nicht? Das Handelsverbot über meiner Stadt bleibt bestehen, bis der Blutopferdolch in meinen Händen ist. Das ist mein letztes Wort. So, haben wir den ein bisschen beim Streiten zugehört. Und jetzt quatschen wir mit den Slane. Oder? Hat keiner gesehen. Plündern wir erstmal die Hütte. Das ist erbärmlich. Das ist nicht erbärmlich, das ist... Ey, sag mal, hast du nicht die Chirp-Beschreibung gelesen? Pirat! Piratenmausen, du ehemal, du Trämel. So, was haben wir hier noch? Hier ist nichts. Ja, eine verschlossene Truhe. Banane, Proviant, her damit. Verschlossene Truhe. Das sind seltsame Piraten, gell? Doch, das ist erbärmlich. Die haben scheinbar alle nicht die Jobbeschreibung gelesen. Piratenanhänger. Hiebwaffen, Pistole, schmutzige Tricks. Was? Anhänger. Oh, da klingt aber gut. Hiebwaffen, Pistole, Hure, sicher, schmutzige Tricks. Gold und eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte, ich liebe Schatzkarten. Ha. So. Was haben wir zurzeit von Anhänger dran? Gucken wir gleich mal nach. Amulett, Glücksbringer, Kurzsicher 5, ist hier automatisch mit dabei, also wechseln. Ach, ich habe gedacht, da wechselt sich hier auch vielleicht irgendwas am Dings. Schön, hat sich gelohnt. So, was haben wir hier noch? Die Miliz hatte mich durch den Strick zum Tode verurteilt. Ich stand bereits eine halbe Stunde am Galgen und zog langsam an meiner letzten Pfeife. Eine Minute später und das wäre aus gewesen. Dann kam mein alter Kumpel Greg und schoss durch das Seil. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Den Strick habe ich schon. Ha, vor der Strick. Den haben wir schon. Ja, mit dem Gold. Ja, schön ist das Zeug hier so schön rumstehen lassen. Pokale. Betten brauchen wir keine. Haben wir ein eigenes. Oh, noch eine Statuette. Und was haben wir hier? Ein Goldbrocken. Na, das hat sich doch. Oh, nochmal Wasser. Nochmal Wein zweimal. Das lohnt sich ja hier. Wenn da nichts verkauft, warum die denn nicht einfach bei denen gehen, alles plündern. So, Truhe ist leer. Hier oben noch irgendwas? Ne. Okay. Jetzt plündern wir den da oben noch die Hütte. Hallo Freund. So, was haben wir hier?
Federkiel? Piratenbuch. Karte von Antigua. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich sehr gut. So, hier noch irgendwas, was wir dir klauen können. Ne. Oh. Miese Ratte. Die haben meine Jobbeschreibung nicht gelesen. So ein Käse. Okay. Und jetzt werden wir mal den Kodex durchlesen, denn hier liegt der Piratenkodex aus. Und den Kopf klauen, ne. Die 8 Regeln des Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Zweitens, wer es findet, darf es behalten. Drittens, schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, Deal ist Deal. Sechstens, im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens, wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Na, haben Piratenkodex auch mal gelesen. So. Und, was stand drin? Als zweitens, wer es findet, dem gehört's. So. Okay, mit den Leuten spreche ich später. Was ist denn hier unten noch nicht? Ist hier unten noch irgendwas? Ach nee, hier ist nichts weiter. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Sache hier erst einmal. Ich hoffe, ihr hattet bei meiner Plündertour wieder ein bisschen Spaß gehabt. Und sagt dann mal Tschüss und weg, euer Sheratan.